Hallöchen, willkommen zurück zu hier, ne? Diablo 2 Resurrected. Ja, machen weiter. Mit Akt 2. Ja, wir sind in Akt 1 durch und können Akt 2 starten. Was machen wir bei dem Typen hier? Guten Tag. Dann gehen wir nach Osten. Folgendes. Jetzt kommt gleich wieder eine Zwischensequenz. Die ist super leise. Also nicht wundern. Für mich ist die auch leise. Ne? Nur, dass ihr das wisst. Ich habe auch bis heute noch keine Möglichkeit gefunden, das irgendwie lauter zu machen. Das ist ganz komisch. Ich habe alles auf Anschlag gestellt. Es funktioniert nicht. Also, nach Osten. Ihr habt Untertitel. Ansonsten, die Story ist im Grunde genommen eigentlich langlos, aber ne, weil das Einzige, was ihr wissen müsst, ist, Diablo wird wieder erweckt, also kommt wieder, ne, wer hat es auch nicht erwartet. Und wir müssen ihn besiegen und danach müssen wir noch Baal besiegen und dann war's das. Das ist so das Ganze, ne? Und da ist es auch nicht so ganz wichtig, dass wir dann irgendwie noch Tarascha da irgendwie Sachen machen und hier und da und so. Für manche vielleicht schon. Aber ihr habt Untertitel. Und ja, mehr kann ich nicht machen. Los geht's. Über die Berge und in die weiten Wüsten des gebrochenen Landes. Im Lauf der Tage erzählte mir mein Gefährte von sich selbst, dass er einst ein großer Krieger gewesen war und nun eine dunkle und unheimliche Last ihm schwer auf der Seele lag. Wir zogen eine Ewigkeit durch dieses lebensfeindliche Ödland. Wie lange, das weiß ich nicht. Und stets schien uns eine dunkle Wolke gerade hinter dem Horizont zu folgen. Schließlich fand die Reise ein Ende. Wir erklommen die letzte Kuppe. Dort unter uns lag unser Ziel. Das leuchtende Juwel Lut-Golein. Und dahinter das weite Meer. In jener letzten Nacht schlugen wir unser Lager auf. Vielleicht lag es am warmen Wüstenwind oder dem Geräusch des Meeres. Jedenfalls schlief ich zum ersten Mal seit vielen Wochen. Doch die Träume kehrten zurück. Aber es waren eindeutig nicht meine eigenen. Ich sah die Vision eines großen Mannes, des Magiers Talloch. Ihr wart auch da, Tyrael. Ich entsinne mich, ich sah euch in meinem Traum. Seine Brüder hatten einen mächtigen Dämon in die Enge getrieben. Baal, Herr der Zerstörung, der in der Welt entfesselt worden war. Sie versuchten, den Dämon in einen heiligen Stein zu bannen. Doch als ihre Versuche scheiterten, opferte sich Tal-Rasha selbstlos, den Dämon in sich aufzunehmen, als sein Gefängnis. Er wies seine Brüder an, ihn in eine Gruft einzusperren, unter dem Wüstensand vergraben, wo er für alle Ewigkeit mit dem Dämon ringen würde. Weißt du, was ich suche, Marius? Am nächsten Morgen gingen wir über den Hügel nach Lut-Golein. Ich hatte keine Ahnung, welche Schrecken dort meiner harrten. Dass ich auch nicht einmal frage, dass es dich vielleicht irgendwie
komplett merkwürdig ist, was der da macht und so, ne? Also das ist, ja, gut. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ja, wir sind in Loot Gulane. Das steht übrigens für geiler Loot, ne? Wer das noch nicht wusste, jetzt wisst ihr es. Ja, ja, natürlich nicht, ne? Aber, ja. So, Loot Gulane, da sind wir jetzt. Folgendes ist hier am Start. Wir müssen irgendwie da oben... Okay, interessant, das, meine Map ist nicht an. Irgendwie hier oben da, da sieht man das, in dieses Gebäude rein. Da kommen wir nicht rein, weil der Weg versperrt wird, weil die Leute uns da nicht trauen. Oder der Anführer dieses von Loot Gulane uns nicht traut. Und da müssen wir ihm das überzeugen, sag ich mal. Da müssen wir nämlich rein. Das liegt nämlich unter anderem daran, weil da unten da ein Weg weiter ist. Und dann kann man da weiter. Und dann kommt man da irgendwann zu den Tomb of Tarrasha. Und da ist dann Duriel. Und Duriel habe ich ein bisschen Schiss. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Hm. Und dann müssen wir den besiegen. Und dann geht er ab. Dann sind wir fertig. Bis dahin ist es aber, naja, nicht so ein ganz weiter Weg, aber schon ein weiter Weg. Weil wir müssen nämlich ein bisschen durch die Wüste durch. Wir müssen drei Artefakte, glaube ich, holen. Unter anderem müssen wir, also jemanden zusammensetzen zu einem Stab. Und wir brauchen einen Würfel. Der Würfel, den bekommen wir hier. Ja. Kennen bestimmt viele, die dann Diablo 2 nicht gespielt haben, aber Diablo 3 gespielt haben. Da gibt es den ja auch. Der ist da ein bisschen anders. Hier in Diablo 2 können wir den nämlich mit uns rumschleppen und Dinge machen und vor allem aber auch nutzen das viele, unter anderem auch ich, für ein erweitertes Inventar. Ne? Hier in Diablo 2 Resurrected ist es ja auch so, da wurde der Würfel ein bisschen angepasst, ein bisschen Quality of Life mäßig angepasst, sodass teilweise manche Mechaniken auch auf den Würfel zugreifen können. Das heißt also, wenn man Sachen in den Würfel reinpackt, konnte vorher das Spiel bei manchen Sachen nicht auf den Würfel zugreifen. Und dann wurden Items ignoriert. Das ist in Diablo 2 Resurrected nicht mehr der Fall. Hier kann das Spiel auf den Würfel zugreifen und somit werden die Items, also bestimmte Items, die man dann reinpackt, dann nicht mehr ignoriert, wenn man bestimmte Sachen machen möchte. Und ja, ist ganz praktisch. Ne? Sowohl in der hübschen als auch in der nicht so hübschen Version ist das der Fall. Übrigens, die nicht so hübsche Version hier ist immer so ein bisschen das Problem gewesen, auch für mich, auch damals. Kleiner Fun Fact: Akt 2 war immer der Akt, wo ich Probleme hatte, manche Texte zu erkennen, weil hier alles sehr hell war und so. Ne? Das ist hier zum Glück ein bisschen anders. Hier ist das alles ein bisschen dunkler gemacht, ein bisschen, ja, ein bisschen passender. Hm, naja, wir reden jetzt erstmal hier mit ihm hier, weil der ist sehr wichtig. Seid gegrüßt. Ich bin Jerim, Fürst von Loot Gulane, und heiße euch in meiner schönen Hafenstadt willkommen. Es ist gut, dass wieder Karawanen über den Westpass reisen können. Wir werden schon seit geraumer Zeit von einer bösen Macht belagert, die ich nicht identifizieren kann. Seltsam. Alles fing an, als ein dunkler Wanderer hier entlang kam und nach dem Grab von Tarrasha suchte. Niemand weiß genau, wo Tarrasha, der Hüter des Baal, begraben liegt. Aber es ist sicher weit draußen in der Wüste. Inzwischen munkeln viele Leute, dass die Toten aus ihren Gräbern steigen und schreckliche Kreaturen im Mondschein herumschleichen. Selbst ich habe Dinge gesehen, die ich nicht erklären kann. Ich habe befohlen, dass der Hafen geschlossen wird und alle Handelsschiffe vor Anker bleiben müssen, bis ich weiß, dass meine Stadt sicher ist. Atma, die Tavernenwirtin, hat eine wichtige Aufgabe für euch. Sucht sie unverzüglich auf. Ihr findet sie auf der anderen Seite der Stadt. Jetzt muss ich in den Palast zurückkehren. Verzeiht, aber ich kann euch nicht hereinbitten. Es herrscht gerade schreckliches Chaos. Genau, wir müssen das Chaos erstmal beheben. Das ist so das. Aktuell haben wir noch keine Quest, die holen muss aber. Die erste ist nämlich Radament. Habe ich ja schon ein bisschen erzählt. Radament ist nämlich das Vieh in der Kanalisation, was wir eigentlich erstmal ignorieren können. Aber ich mache es trotzdem. Zuerst. Weil dann haben wir das. So, hier ist noch jemand. Ihr dürft nicht passieren. Oh nein. Ihr dürft nicht passieren.
Oh nein. Das darf nicht passieren. Okay, dann nicht. So. Hier ist der Teleporter. Sehen hier ein bisschen anders aus. Können natürlich auch immer zu Akt 1 über teleportieren. Aber das sind die ganzen Teleporter, die wir in Akt 2 sehen werden. Na, Luke Gullane, Kanalisation, das ist dann bei Parlament, dann gleich ein Teleporter. Und dort Hügel. Dann gleich Hallen der Toten, Ebene 2. Fenno Oase. Und die vergessene Stadt. Bis hierhin, also ab, sag ich mal, hier, bis, also ab von dort Hügel bis vergessene Stadt, sind wir draußen in der Wüste. Nach der vergessenen Stadt sind wir eigentlich im Palastkeller nur noch, also zumindest hier und hier. Und bei der Schlucht der Magier, da sind wir kurz auch wieder in der Wüste, weil da sind dann die Tombs of Tarasha und dann kommt Duriel. Das ist so, so läuft das hier ab. Normalerweise hat eine Frau, die hier irgendwo ist, hier oben eine Quest für uns. Da. Die hier. Und diese hier, die hat jetzt die Radament oder wie er auch mal heißt, wenn man den also wieder auch mal ausgesprochen wird, diese Quest, die wir jetzt annehmen werden. Ich erwarte es nicht von euch, aber wenn ihr mir helfen wollt, wäre ich euch dankbar. In der Kanalisation unter unserer Stadt lauert eine grässliche Kreatur, die es nach Menschenfleisch gelüstet. Die Kreatur hat viele getötet, auch meinen Sohn und meinen Mann. Wenn ihr sie vernichtet, werde ich euch belohnen. Bitte seid vorsichtig, diese Bestie hat schon genug von uns genommen. Man gelangt durch eine Falltür oben an der Straße in die Kanalisation. Genau, man kann einmal durch die Falltür in die Kanalisation, da oben ist die. Oder aber auch unten, hat man das auch kurz gesehen, da ist so eine Tür. Da kann man auch rein. Hier ist unsere erste Quest. Finde ein Radamentslager in der Kanalisation. Das ist die erste Quest, die wir machen müssen. Dann haben wir hier noch. Gucken wir mal, ob wir hier Ausrufezeichen hatten. Nö. Hier. Ich weiß viel über die alten Religionen. Vor vielen Jahren wurde ich in Ostkurast zum Paladin der Zakarum ausgebildet. Krass. Wir haben mal so ein kleine. Ein bisschen was zu reden. Die hier, glaube ich, heilt einen auch hoch, wenn man die anredet. Aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Hier kann man zumindest handeln. Kann man nur mal ein bisschen Rüstung kaufen, wenn man das denn will. Kopfrüstung brauchen wir sowieso nicht. Aber Handschuhe. Ne? Kann man mal gucken. Wichtig ist aber erstmal der hier. Und vorhin, das machen wir dann nämlich. Wir droppen einmal alles hier raus. Und dann reden wir mit ihm. Ich wette, ihr fragt euch, wie diese Stadt bei allem, was in der Wüste vor sich geht, sicher bleiben kann. Tja, ich kann euch versichern, dass es nichts mit den Stadtwachen zu tun hat. Die sind aus irgendeinem Grund alle im Palast. Jerin hat mich und meine Söldner angeheuert, um hier für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wir sind nicht billig, aber dafür die Besten, die diese Wüste zu bieten hat. Das ist doch schön. Hier können wir nämlich einen Söldner anheuern. Und zwar gibt es hier so ein paar Söldner mit so, ja, mit bestimmten Auren. Und hier zum Beispiel die Angriffsaura. Aber eigentlich würde ich gerne eine mit Heilaura nehmen, oder? Gab es nicht irgendwelche mit Heil? Genau. Die, weil geiler wäre natürlich Mana-Aura oder sowas. Ne, aber die mit Heilaura sind eigentlich ganz geil. Weil den Angriffswert zu erhöhen, bringt mir nichts. Weil der Angriffswert allgemein ja auf Nahkampf, glaube ich, so, ne? Also, ja, drauf geht. Also,
ne, dass man einen Nahkampf oder also physischen Schaden macht. Aber wir machen ja meistens ja irgendwie so Nova, Static Field und sowas. Das bringt uns das nichts. Verteidigung wäre natürlich so ein Ding. Klar. Aber ich gehe dann eher auf Leben. Dass man dann langsam das Leben regeneriert. Das ist schon ganz gut. Hier haben wir noch ein bisschen der Auswahl zu ein paar Leuten. Also es sind drei Leuten. Wenn sogar drei. Wen wollen wir denn nehmen? Wer klingt denn ganz gut? Kann eigentlich den hier nehmen, ne? Der hat einen sehr unaussprechlichen Namen. Rassam. Da sehe ich mich. So, ja. Wie kann ich hier? Ach, Doppelklick, okay. Lol. Kann ich auch nochmal hier auf F5 da umschalten. Das sieht das nämlich so aus. Das ist ein komplett anderes Menü. Ne? Kennt man vielleicht so aus Diablo 1 noch. So sahen die Menüs teilweise in Diablo 1 auch aus. Wir wollen den aber haben. So. Jetzt haben wir ihn. Warum ich die Items hier rausgenommen habe? Ganz einfach. Wenn ich die nicht rausgenommen hätte, wären die, glaube ich, weg. Ich glaube, es übernimmt den nicht. Kann sein, dass es jetzt aktuell einen Patch gibt, wo das so ist, aber ich glaube, dass er zur aktuellen Zeit das noch nicht übernimmt. Deswegen habe ich das ganz safe gemacht. Ich bin überladen. Na, fuck. Also den Bogen kann er sowieso nicht nehmen, den kann ich auch nicht ablegen. Aber danke. Das hier, danke. Das funktioniert. Der hat auch immer eine Waffe dabei, ne? Also, obwohl ich hier keine Waffe drin habe, hat er immer eine Waffe dabei. Das ist doch auch praktisch. Gucken wir mal bei uns kurz rein. Ja, ich habe hier noch ein paar Tränke geholt übrigens. Also ich wundere, dass hier ein paar Tränke noch drin sind. Aber sieht danach aus, als würden wir noch nicht irgendwie, ne? Stufe 18, da sind wir aber auch nicht mal ganz weit von entfernt, ne? Warum habe ich die da eigentlich nochmal drin? Weil ja nicht bessere Verteidigung bieten, ne? Aber die können wir noch nicht anziehen. Okay, dann würde ich sagen, Deckard, hast du noch was zu reden? Ja. Nee, hast du nicht. Wollen wir dann mal Radament machen? Aber hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Erstens Blitz. Ja doch, Blitz auch. Ich glaube, hier können auch schon Beetles spawnen. Aber auch Gift und sowas ist hier gerne mal am Start. Identifiziert, aber warte mal, kann er theoretisch. Damit kann ich jetzt noch nichts anfangen. Oh, schade. Der sollte eigentlich auch eine Aura. Der hat doch eine Aura. Warum hat er denn. Ja, der macht jetzt mal hier alle fertig. Jetzt hat er die Aura aktiv. Hat noch ein bisschen gedauert. So, ist hier Gift aktiv, weil wir haben scheinbar ein bisschen. Ah ne, wir lassen uns die ganze Zeit heilen, das ist ganz gut. Ja, wie ihr merkt, ich lasse sehr viel hier von ihm machen. Der soll ganz viel killen.
weil der echt OP ist. King of Elixir, komm, schlürf mal. Bringt mir sowieso jetzt nix. Alles klar. Noch funktioniert das alles sehr gut. Hallo. Malertrank. Ja, warte. Er stirbt doch schon jetzt. Oh, toll. Hm, cool. Ja, hm, ja, hm. Das fing schon mal gar nicht gut an. Alter, macht das wieder Damage. Ja, den müssen wir zurückholen. Das geht sonst nicht. Ja, das fängt richtig gut an, sag ich mal. Hallo? Egal, was ist das eigentlich für eine Scheiße hier? Kann ich den jetzt den geben oder vielleicht, ja, vielleicht? Aber das kostet bestimmt richtig hart viel, ne? Ja, ich will nicht immer so viel Geld ausgeben. Damit kann ich jetzt noch nichts anfangen. Warum muss der überhaupt auch so einen Scheiß Gegner sein? Müssen wir richtig reinknallen. Würde ich mal sagen, ne? Kann er mal seine Aura hier aktivieren? Dauert immer so eine halbe Ewigkeit, bis er seine Aura aktiviert. Wieso ist das so? Weil die Mana kosten 1,5 pro Sekunde, er verbraucht ja kein Mana. Okay, ich werde da richtig schön rein static fielen, oder? Mal. Ja, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Danke.
Immerhin. Kann er mal seine fucking Aura jetzt mal aktivieren? Eigentlich, was hat er eigentlich immer so dabei an... Sowas ja eher nicht, ne? Ein Speer oder sowas, ne? Ein Speer könnte man ihm geben. Oder ein Langstab. Wenn man ihnen Langstab geben? Nee. Das könnte man ihm nicht geben. Ey du Dude, aktiviere mal deine fucking Aura, ich will mich regenerieren. Jetzt hat er sie aktiviert. Ah, da kann ich mich nämlich hochheilen bei dem. Ha! Solange der zumindest lebt. Ja, muss ich leider ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich jetzt hier schon hart am Verrecken bin. Das ist mir eigentlich sonst nie passiert. Hier verrecke. Oder beziehungsweise ist hier mein Dude verreckt. Das ist echt krass. Und noch irgendwas verändert hier. Kann doch nicht sein. Vielleicht, Scheiße. Wurfschaden. Ich glaube, Wurfschaden ist sowieso egal. Ich glaube, dass der hat unendlich Muni. Ja, das würde gehen. Säbel würde nicht gehen. Danke. Und das geben wir ihm erstmal. Wir müssen ihn ja ausrüsten mit guten Samen, damit er mal ein bisschen überlebt hier. Hier ist Ebene 2, das müsste dann der andere Eingang sein hier in die Kanalisation. Dann gehen wir mal Ebene 2, ne? Wenn das jetzt schon so gut anfängt, beziehungsweise wir machen Ebene 2 beim nächsten Mal, aber wenn das jetzt wirklich schon so gut anfängt, ja. Na, das kann richtig spannend werden. Ich glaube, nächstes Level sind ja Level 16, genau 17, da können wir uns ein neues Ausrüstungsteil, was ich da gebunkert habe, anlegen. Das heißt, ein Level, das dauert nicht mehr ganz so lange, ne? Sieht man da hier unten. Dann würde ich mich, glaube ich, auch mal zurückpordeln, weil wenn wir erstmal bessere Ausrüstung haben, dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen besser laufen. Ja? Also, bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss.